Ihr wundert euch sicherlich, warum ihr den Billy heute noch nicht gesehen habt. Das liegt daran, dass der an seinem Schloss arbeitet, weil er das unbedingt euch nächste Woche zeigen möchte. Deswegen kann er leider heute nicht hier sein, aber lässt euch ganz lieb grüßen. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer vierten Jam-Post. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und euch die Zeit nehmt, mit dabei zu sein. Wir starten am besten sofort mit unserem nächsten Tier. Und zwar geht es um ein sehr mächtiges Tier. Da kann man auch ein bisschen Angst vor haben. Das kann sehr groß werden. Und wenn ich meine Brust so rausstrecke und so auf meine Brust klopfe, dann müsstet ihr eigentlich wissen, um was für ein Tier es sich heute handeln wird. Na, kommst du drauf? Genau, heute geht es um einen Gorilla. Gorilla sind ja diese Tiere, die so ein schwarz-grau-braunes Fell haben, haben auch ordentlich Zähne, riesen Nasenlöcher und können bis zu 2,30 Meter groß werden. Gorilla-Weibchen können so zwischen 70 und 90 Kilogramm schwer werden und Gorilla-Männchen sogar bis zu 200 Kilogramm schwer. Ihre Arme sind länger als ihre Beine und sie bewegen sich ja dann auf allen Vieren sofort mit ihren Armen voraus. Sie essen am liebsten Blätter und Rinde und Wurzeln und leben in einem sehr warmen Land. Also in Zentral- und Westafrika finden wir vor allem Gorilla. Die Gorilla-Weibchen bekommen im Schnitt alle 4 Jahre ein Baby. Und wenn ihr euch diese Babys anguckt, die sind wirklich richtig, richtig süß. Sie leben in großen Gruppen zusammen. Also in einer Gorilla-Gruppe sind so ungefähr 20 Gorillas drin. Und da gibt es dann so einen ganz alten Gorilla. Und den nennt man Silberrücken. Und das liegt daran, dass er einen grauen, schrägstrich silbernen Streifen hinten auf seinem Rücken hat und man dann erkennt, dass das ein sehr alter Gorilla ist. Gorillas können über Laute, also über Töne, miteinander reden. Also wenn die zum Beispiel rülpsen, dann reden sie miteinander. Oder wenn sie knurren, dann heißt das, dass da vielleicht ein Feind in der Nähe ist. Und so reden sie miteinander und können sich warnen, können miteinander reden und so weiter. Und manchmal trommeln sie auch richtig auf ihre Brust, wo Forscher gerade vermuten, dass die damit sich einfach begrüßen mit diesem auf die Brust schlagen. Und es gibt eine Sache, da sind uns Gorillas wirklich ein richtiges Vorbild drin. Sie sind nämlich total friedliche Tiere. Also von sich aus sind sie gar nicht so angriffslustig. Und wenn sie wütend aufeinander sind, dann versuchen sie sich mit verschiedenen Gesten oder mit ihrer Mimik zu unterhalten und sich gegenseitig zu warnen, dass sie eigentlich gar nicht kämpfen wollen, sondern dass sie eigentlich ganz friedlich miteinander umgehen wollen. Und das finde ich total spannend, weil das hilft uns ja auch, wenn wir wütend sind, dass wir nicht sofort aufeinander losgehen, sondern dass wir uns erstmal beruhigen, dass wir erstmal ein bisschen abwarten und dann eben mit dem wir uns gestritten haben, dann reden können. Und auch bei David können wir genau das sehen. Also genau so eine Geschichte, wo der David eigentlich total wütend war auch und auch die Möglichkeit gehabt hätte, direkt auf Saul loszugehen, hat er das nicht gemacht, sondern hat was anderes gemacht. Und das wollen wir uns heute mal angucken. Wie wir ja letzte Woche erfahren haben, war der König Saul ziemlich neidisch auf den David, weil er nicht wollte, dass der David König wird. Der hat sogar mit einem Speer nach dem David geworfen, weil er nicht will, dass David der zukünftige König wird. Aber Saul konnte es einfach nicht lassen. Er konnte es nicht dabei belassen, den Speer geworfen zu haben, sondern als David geflohen ist, hat er seine Soldaten genommen und ist dem David hinterher, weil er ihn unbedingt gefangen nehmen wollte. Dem Saul kam dann zu Ohren, dass der David in Berghöhen war, die man Engedi nannte. Und der Saul hat dann 3000 Soldaten mitgenommen, um den David zu finden. Er suchte ihn, die sind durch diese ganzen Höhen gelaufen und dann musste der Saul ganz, ganz dringend auf Toilette. Kennt ihr ja auch, wenn man unterwegs ist und dann muss man ganz dringend auf Klo, dann muss man sich irgendwas suchen, wo man dann auf Toilette gehen kann. Und das hat der Saul gemacht und hat sich in eine Höhle begeben, weil er da mal ganz dringend musste. Und was er aber nicht wusste, war, dass der David mit seinen Männern genau in dieser Höhle, wo er jetzt auf Toilette gehen wollte, saß.
Das heißt, der Saul kam dahin, hat sich dahingesetzt und der David saß ganz, ganz hinten in der Höhle. Das konnte man gar nicht sehen und hat gesehen, dass der Saul gerade in der Höhle war. Und die Männer von David, also die Soldaten, die bei ihm waren, meinten zu ihm: David, das ist genau deine Chance. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich an Saul zu rächen. Geh hin mit deinem Schwert und töte ihn. Was für eine Gelegenheit. Der Saul hatte David schon echt viel Blödes angetan und hatte jetzt die Möglichkeit, sich zu rächen und etwas zu tun. Und dann hat der Sa David sein Schwert genommen und ist durch die Höhle geschlichen, hat den Saul gesehen, aber hat nichts gemacht. Er konnte es nicht, weil er wusste, das ist falsch. Es wäre falsch, den Saul jetzt zu töten, meinte er. Und deswegen hat er den Mantel genommen von Saul und hat da mit seinem Schwert ein Stück abgeschnitten und ist zurück zu seinen Männern gegangen. Und meinte dann auch zu seinen Männern: Wisst ihr was? Es wäre einfach falsch. Saul ist der aktuelle König. Und ich habe nicht das Recht, Saul einfach umzubringen. Nur weil er nach mir mal einen Speer geworfen hat und da auch mich verfolgt hat. Das wäre einfach nicht richtig. Der Saul war dann fertig, ist rausgegangen. Der David ihm hinterher und meinte: Saul, warte! Saul dreht sich um, oh, war total erschrocken, dass der David da stand. Dann meinte der David: Saul, du siehst, dass ich es nicht böse mit dir meine. Guck mal hier, ich habe ein Stück von deinem Mantel abgeschnitten und ich habe dir nichts angetan. Du musst doch jetzt sehen, dass ich dir nichts Böses möchte. Ich möchte dich nicht töten und Gott ist ein Richter zwischen dir und mir und er entscheidet, wer von uns beiden jetzt recht hat und wer nicht. Und der Saul, immer noch total geplättet, dass der David da stand, vor allem aber mit dem Fetzen von seinem Mantel, hat ihn angeguckt und meinte: David, du bist ein besserer Mensch als ich. Ich bin dir total dankbar dafür, dass du mich nicht getötet hast und dass du mich verschont hast. Und ich hätte diese Sachen nicht machen sollen, ich hätte nicht so mit dir umgehen dürfen. Und du hattest jetzt die Chance, dich zu rächen und du hast es nicht gemacht und dafür bin ich dir dankbar und ich möchte dich bitten, dass du meiner Familie nichts antust. Wow, wer hätte gedacht, dass da jetzt noch so eine Wendung in diese ganze Geschichte reinkommt, oder? Und da können wir heute was Wichtiges von lernen und da passt auch ein Vers aus dem Neuen Testament dazu. In einem Brief schreibt Jakobus Folgendes: Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Klingt erstmal total komisch. Schnell zum Hören? Was der Jakobus hier meint, ist, dass wir Menschen zuhören sollen. Das heißt, wenn dein Freund oder deine Freundin dir was erzählt, dann hören wir zu. Und ganz oft ist es so, dass wir irgendwie schon wissen, was der andere sagen möchte, oder dass wir nur halb zuhören, oder dass uns das oft manchmal einfach nicht interessiert. Da sagt uns Jakobus: Nein, wir sollen zuhören, was der andere sagt. Langsam zum Reden. Wir sollen dem anderen nicht ins Wort fallen, wenn der gerade was erzählt. Oft meinen wir ja, dass wir das schon längst wissen, was der jetzt sagen wird, und hören da auch gar nicht mehr so genau hin und bringen dann einfach schon das, was wir sagen wollen, ohne zu überlegen, ob das auch wirklich passt, was wir da gerade sagen und ob das auch zu dem passt, was der andere mir erzählt hat. Und langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn bedeutet, dass wenn ich wütend bin, nicht gleich sofort ausraste und dann irgendwie um mich schlage oder mit Sachen werfe oder den anderen beschimpfe oder gleich Sachen sage, die vielleicht den anderen verletzen, sondern dass ich erstmal durchatme, dass ich erstmal überlege, was ich sage und dann eben auf das reagiere, was Leute mir vielleicht gesagt haben. An Saul haben wir gesehen, der war nicht langsam zum Zorn. Der ist immer gleich ausgerastet, hat den David dann gleich beworfen mit Sachen und hat gar nicht darüber nachgedacht, was er da eigentlich gerade macht, oder? Und da sagt gerade die Bibel, da müssen wir aufpassen. Weil natürlich auch, wenn wir nicht darauf achten, wenn wir wütend sind, was wir tun, kann es sein, dass wir dem anderen wehtun. Dass wir vielleicht den anderen dann boxen oder dass wir dem anderen etwas sagen, was ihm vielleicht gerade dann wehgetan hat. Und da sagt die Bibel, erstmal durchatmen, erstmal ein bisschen warten und dann eben mit der Person, mit der ich mich gestritten habe, dann reden. An David heute haben wir gesehen, der ist langsam zum Zorn, weil er sich nicht einfach seinen Gefühlen hingegeben hat und gesagt hat, okay, der war blöd zu mir und ich ärgere mich darüber und deswegen bestrafe ich ihn dafür, sondern er hat das gemacht, was in dem Moment dann eben das Richtige war und hat den Saul verschont. Und das können wir heute auch von dem David lernen.
Schnell zum Hören, das heißt, wir hören dem anderen richtig gut zu. Langsam zum Reden, das heißt, wir denken erst darüber nach, bevor wir etwas anderen sagen. Und das dritte, langsam zum Zorn. Wir passen darauf auf, wenn wir uns Sachen ärgern, dass wir nicht sofort ausrasten, sondern dass wir langsam zum Zorn sind. So wie die Gorillas nicht gleich aufeinander losgehen, wenn sie wütend aufeinander sind, sondern mit ihrer Gestik und mit ihrer Mimik signalisieren wollen, dass sie sich gar nicht bekämpfen wollen. Das ist ein Bibelvers, den wir auf alle Fälle auswendig lernen sollten. Und ich will es auf jeden Fall machen. Machst du mit? Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi.